Wir machen ein wunderbares Chili con Carne. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Unten draufklicken auf Abonnieren. Es ist kostenlos. Wir machen ein Chili con Carne. Ein Chili alleine ist ohne Fleisch. Con Carne heißt mit Fleisch. Ich habe hier vorbereitet. Für circa 3 Kilo Fleisch habe ich etwa 1 Kilo Zwiebel geschnitten. Da sind 5, 6, 10 Knoblauch drinnen. Und dann haben wir hier noch rote, gelbe und grüne Paprika. Da gebe ich dann einfach Olivenöl drauf. Geht ein bisschen schlecht aus. Das ist der berühmte Vorführeffekt. Da kommt dann einfach Olivenöl drauf und dann geben wir das rein. Irgendwie ist so blöd. So Schaß. So, dann geben wir das rein ins Rohr und lassen das bei 130 Grad, das machen wir gleich, lassen das bei 130 Grad anglänzen. Das muss nicht anbraten, Vorsicht, der Dampf. Das geben wir gleich rein, so circa 20 Minuten. 130 Grad Intervalldampf heißt das bei mir. Das kann man ganz normal im Rohr bei Ober-Unterhitze auch machen. Dann muss man allerdings ein bisschen aufpassen, muss man ab und zu umrühren. Beim Dampfgarer brauche ich nicht umrühren, da brennt nichts an. Also, Sie können das im normalen Herd genauso machen, wie ich das jetzt mache. Passen Sie aber auf, rühren Sie ab und zu um. Wenn wir das jetzt dann fertig haben, dann wird das mit ein bisschen Tomatenmark noch untergerührt und das lassen wir dann nur mal leicht anbraten. Dann geben wir die Hitze auf 180 Grad und dann gebe ich das Faschierte dazu. Mein Fleischermeister, der Karl Hitzka aus Bad Zell, hat mir das vorbereitet. Das ist das hintere Rippenstück, das ist schön durchzogen, trotzdem ein schönes mageres Fleisch auch noch. Und das ist jetzt grob faschiert, Sie sehen das. Das ist jetzt grob faschiert und da gebe ich nur rein Salz und Pfeffer. Hier haben wir ein fein faschiertes. Da haben wir dabei ein bisschen Speck noch, aber sonst ist es Rindfleisch. Und dann haben wir hier von meinem Freund, dem Ian Ashworth vom Private Dining. Er sagt immer, be careful, it is very hot. Aber wir sind strong hier, Ian. We are strong Austrians. Nothing is too hot for us. Das ist ein Chili-Salz, sehr scharf. Da habe ich etwas Knoblauchpulver noch. Da habe ich von meinem Franz Ereni den ungarischen Paprika, den sehr scharfen. Und da haben wir noch einen schwarzen Pfeffer. Das wird da drunter gemischt. Und das mache ich so. Ich habe hier einen Teil, ist mild. Der andere Teil ist scharf. So generieren Sie eine sogenannte versteckte Schärfe. Es ist nicht alles übermäßig scharf, sondern was man halt gerade aufs Teller kriegt, von beidem etwas, das eine ist mild, das andere ist scharf, in Verbund, in der Soße dann, im Chili dann, macht es einen herrlichen Geschmack. Und wenn es dann zu wenig scharf ist, der kann ja ein Chili noch drüber rein. Wenn das angeröstet ist, gebe ich noch dazu. Hier habe ich 2 Dosen Pelati-Tomaten und ich schneide immer ein paar frische Tomaten auch hinein. Und dann gieße ich noch auf, hier mit einem halben Liter circa Rindsuppe. Das lasse ich dann ziehen, so bei 180 Grad, 45 Minuten. Da braucht man im Dampf wieder nicht umrühren. Das rührt man, wenn man das alles reingibt, dann einmal durch und lasst es dann stehen. Wenn man es im normalen Rohr bei Ober-Unterhitze macht, kann man es genauso machen. Allerdings muss man öfter umrühren, damit sich nichts anlegt. Und kurz vor Ende, ich habe hier noch steirische Käferbohnen haben wir gehabt, da kann man Indianerbohnen alles nehmen, gebe ich die Bohnen dazu, die sind gekocht, die sind vorgekocht, da geben wir die Bohnen dazu und am Mais und am Ende haben wir dann ein wunderbares Chili con Carne. Das kommt nicht aus Mexiko, wenn man in Mexiko, das ist ein Tex-Mex-Gericht, die Mexikaner sagen da, das haben die Europäer oder die Amerikaner erfunden. Deshalb kann man es auch machen, wie man will. Man kann es auch mit Schweinefleisch machen, man kann es Chili einfach so machen, dann ist es ohne Fleisch natürlich, dann ist es ein vegetarisches Gericht. Aber es ist tatsächlich nicht ein original mexikanisches Rezept,
Da gibt es das gar nicht. Wir sehen uns dann am Ofen. Wir haben jetzt das aus dem Ofen herausgenommen. Ihr seht, ich habe Zwiebel, Knoblauch und Paprika schon tomatisiert. Das habe ich ein paar Minuten da drinnen mitrösten lassen, mitschwitzen lassen. Das hat eine herrliche Konsistenz schon. Und jetzt geben wir das Faschierte dazu. Ein bisschen Öl. Wir lassen nichts hinten. Das geben wir dann auch drunter. Das mischen wir schön zusammen. So. Wenn man beim Kochen mit den Fingern arbeitet, dann soll man sich gelegentlich die Hände waschen, ein-, zweimal die Woche. Dann kann man da ohne weiteres reingreifen. So. Wir dann das jetzt. Und ich habe schon mit 180 Grad das Rohr aufgeheizt. Und da lassen wir das jetzt einfach, das Faschierte, einmal gut anrösten. Braucht man nicht umrühren. Das lassen wir jetzt einfach, geben wir es rein zum Schwitzen. Bei 180 Grad. Ich sage einmal, das erste Mal werde ich noch 15-20 Minuten schauen. Einmal durchrühren und dann nur mit 10 Minuten lassen. Und dann sehen wir uns wieder am Ofen. Ich habe es jetzt rausgenommen. Freunde, nicht vergessen. Und schaut her, wie das saftig geworden ist jetzt. Das war jetzt eine halbe Stunde drinnen und ich habe es in dieser halben Stunde zweimal umgerührt. Und jetzt schaut euch das an, wie das glänzt. Und wenn ihr das jetzt riechen könntet, wie hervorragend das riecht. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ich habe auch noch eine grüne Chilischote samt Kerne hineingeschnitten. Jetzt geben wir da dazu, schaut her, hat geklappt. Wir lassen es hinten. Und dann haben wir hier noch, ihr seht das, die Tomaten. Und dass wir ein bisschen mehr Flüssigkeit noch haben, geben wir da eine Rindsuppe rein. Das rühren wir jetzt gut durch. Jetzt geben wir das wieder ins Rohr. Ich schalte jetzt zurück auf circa, nicht auf circa, sondern auf ganz genau 130 Grad und lasse das jetzt ganz, ganz langsam köcheln. So circa eine Stunde und dann werden wir das kosten. So, da kann man ohne weiteres nochmal Rest reingeben. Das war ein halber Liter Rinderfond. Das Rezept zum Rinderfond seht ihr oben eingeblendet. Und jetzt gehen wir wieder rein in den Ofen. So, schaut's her. Und jetzt lassen wir das da drinnen schmoren. 130 Grad. Und ich würde sagen, so circa eine Stunde. Und dann wird schon zum Kosten. Bis gleich. Jetzt haben wir das aus dem Ofen da. Das war jetzt circa eine Stunde bei 130 Grad. Ihr seht, ich habe circa 20 Minuten vor Schluss habe ich noch die Bohnen und den Mais dazu da. Das riecht wunderbar. Ganz, ganz toll. Schauen wir uns das mal an. Ja, Saftel geht auch drauf. So. Und jetzt schaut sich das an da. So schaut das aus. Ich habe da Tortillas gekauft. In die Tortilla habe ich einfach eine Butter reingegeben und ein Salz drüber gestrahlt. Und das ist jetzt einfach dazu. Da läuft die Butter ein bisschen aus. Kosten müssen wir schauen. Kosten ist wichtig. Leute, das Leben in meiner Küche ist wunderbar. Kocht das noch, lasst es euch schmecken. Gary kocht das Beste ganz einfach. Das abonnieren, auf den roten Knopf drücken. Ich werde jetzt das Chili verdrücken. Bis zum nächsten Mal.